Jo, was geht ab, liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem heute mal kurzen anderen Video. Und zwar habe ich so, glaube ich, 3, 4 Dinge, die mir so durch den Kopf gehen, die ich mal kurz mit euch ansprechen will, weil ich auch so ein bisschen eure Hilfe brauche, weil ihr seid vielleicht da ein bisschen besser in der Materie, als ich es bin. Hoffe ich zumindest mal. Und zwar geht es in erster Linie darum, dass ich vielleicht einen Computer brauche. Und zwar, ich brauche einen Computer deswegen, weil die Jungs von Elgato eine Karte präsentiert haben auf der Gamescom, die 4K und 60 FPS ohne Probleme aufnehmen lässt. Sprich, lassen sich Videos in 4K und 60 FPS aufnehmen. Und diese Capture Card lässt sich wohl nur in einem PC einbauen. Deswegen habe ich mir jetzt mal ein bisschen rumgesurft. Ich habe einen PC gefunden und ihr müsst mir mal sagen, ob es ungefähr reichen könnte, um das Ding in 60 FPS und 4K aufzunehmen. Aber dieser PC soll mehr oder weniger nur so ein Streaming-Ding sein. So quasi jetzt so, wie es mein Laptop ist, nur es muss ein bisschen leistungsstärker sein und es soll in 4K und 60 FPS ohne Probleme aufnehmen. Und ich weiß nicht, ob das reicht. Deswegen könnt ihr mir mal vielleicht sagen, ob das reichen könnte, weil ich habe wirklich keinen Schimmer. Ich habe mich da jetzt ein bisschen reingearbeitet, weil ich jetzt keine Projekte aktuell habe und die nächsten Projekte noch so ein bisschen auf sich warten lassen. Deswegen, ich weiß nicht, ob das reicht von dem PC her, weil normalerweise ich würde mir den so holen, wie er jetzt ist. Und dann mal schauen, ob das vielleicht reicht, weil ich weiß auch nicht, wann die Karte rauskommt. Ich glaube, die kommt irgendwann, könnte mit der Xbox One X rauskommen. Und dann mal schauen, ob ich das ganze Ding in 4K und 60 FPS hochgeladen bekomme, weil ich hätte echt Bock drauf. Weil so ein bisschen höher als 1080 und 60 FPS wäre schon mega geil. Deswegen könnt ihr mir mal sagen, ob das reichen könnte, so rein theoretisch. Oder vielleicht auch nicht. Ich habe keine Ahnung, ob ich vielleicht noch irgendwas dazu ballern muss am Ende des Tages. Weil Geld in den PC reinstecken musst du sowieso oder so mal. Ich weiß nicht, ob das ein ganz guter Anfang wäre. So, das ist Problem Nummer 1. So, kommen wir jetzt mal zum Problem Nummer 2. Da YouTube momentan den Stand hat, wie es jetzt hat, habe ich kurz mal den Plan umgeändert. Ich habe den Plan mehr oder weniger komplett umgeschrieben. Was mit YouTube ist, erkläre ich gleich. Ich habe den Plan komplett umgeschrieben. Ich werde den Plan, glaube ich, am 1. September erst veröffentlichen, wie der Plan jetzt ist. Ich habe ein bisschen was rausgeschmissen, ein bisschen was neu hinzugefügt. Weil, weil YouTube macht mir das Leben jetzt relativ schwer. Nicht nur mir, sondern allen YouTubern. Das ist, was mittlerweile bei YouTube abgeht, ist der helle Wahnsinn. Aber dazu komme ich gleich erst. Deswegen habe ich den Plan umgeschrieben. Es gibt einen neuen Plan. Ich glaube, der Plan dreht sich aber mehr in eure Richtung, wie ihr es haben wollt. Weil ihr bekommt mehr Videos, ihr bekommt mehr Projekte und das hilft mir vielleicht ein bisschen weiter, ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, weil der Stand von YouTube mittlerweile relativ beschissen ist, deswegen, aber ich komme jetzt darauf zu sprechen. So, Punkt 3, jetzt kommen wir zu YouTube. Und zwar ist bei YouTube so, dass YouTube mittlerweile eine Menge schief läuft. Es werden Videos demonetarisiert, das heißt, du bekommst, es wird keine Werbung mehr reingeschaltet, oder wenn du überhaupt nur noch geringfügig, das heißt, du kannst Videos haben mit 180.000 Aufrufen, aber du bekommst vielleicht nur noch 84 Cent, weil dieses Video nicht mehr werbefreundlich genug ist. Und dieses nicht werbefreundlich genug ist für mich mittlerweile schlimmer als die WWE-PG-Ära. Weil man muss sich das mal reinziehen. Du kriegst auf keinen Shooter mehr irgendwelche Monetarisierung, auf gar keinen Shooter. Weder bei Rainbow Six Siege, noch bei Call of Duty, World War II der Beta, noch bei Destiny oder sonst irgendwas. Du kriegst keine Monetarisierung mehr. Das wird alles geclaimed. Oh mein Gott. Halt die Klappe. Es wird also mittlerweile alles geclaimed. Es ist amazing. Und das ist eine Problematik für mich, weil es wird sogar mittlerweile so Walking Dead Videos bei mir geclaimed. Ein Video, was bei mir 45.000 Aufrufe hatte, wurde weg. Da stand nicht werbefreundlich genug, ich habe da jetzt irgendwie eine Berufung erstmal eingelegt, aber bis das durchgegangen ist, das wird wieder endlos dauern. Ich bin froh, dass erstmal ein Großteil meiner Hellblade-Videos durchgekommen ist, aber dass man solche, so einen Taktik-Shooter wie Rainbow Six Siege demonetarisiert, ist schon der Wahnsinn. Also man muss mir das mal erklären. Warum ist ein Shooter wie Rainbow Six Siege mittlerweile nicht mehr werbefreundlich genug? Ich verstehe das nicht, ey. Das Problem ist, du steckst deine Arbeit da rein, du lädst die Videos hoch, machst ein Thumbnail drüber, machst eine Beschreibung rein, du machst Text das ganze Ding durch und dann kriegst du zu hören, das Ding ist nicht werbefreundlich genug. Really? Wirklich? Ist es mittlerweile so? Oh mein Gott. Ich habe im The Walking Dead Video mit 45 Aufrufen demonetarisiert. Die ganze Beta-Geschichte von, wie heißt das hier, von Call of Duty demonetarisiert.
Ich glaube sogar meine ganzen Doom-Videos wurden demonetarisiert, wenn ich mich nicht komplett irre mittlerweile. Aber ich habe auch nicht mehr reingeguckt, weil ich mir das ganze Ding auch nicht mehr angucken will, ehrlich gesagt. Weil ich sehe nur noch dieses gelbe Zeichen, demonetarisiert, demonetarisiert, nicht werbefreundlich genug. Ey, und das ist mittlerweile das ist schlimmer als jede WWE-PG-Ära dieser Welt. Ey, was ist los mit YouTube? Ich verstehe das nicht. Es ging darum, dass es mal irgendwann Broadcast Yourself ging. Mittlerweile geht es nur noch darum, dass man wahrscheinlich 12-jährige Kiddies haben will, die tagtäglich irgendwelche Minecraft-Videos hochladen. Ich habe keinen Plan, ich muss noch bei mir Doom reingucken. Ist es mittlerweile bei mir so schlimm geworden, wie ich es denke? Lass mal kurz reinschauen. Doom, Doom, Doom. Ich glaube, müsste alles demonetarisiert werden, wenn ich mich nicht irre. Ich verstehe auch nicht, ich habe eine 400er Leitung und trotzdem ist das Internet bei mir mega langsam. Ich verstehe nicht warum. Oh, ja. Ein bisschen was wurde schon demonetarisiert natürlich, aber noch nicht alles. 40 Aufrufe demonetarisiert, 49, 48, 45. Ja, warum sollte man mir das auch lassen? Ne? Pff, warum sollte man das tun? Wir können das nicht machen. 74, 76, 83. Ein Video mit 201 Aufrufen wird demonetarisiert. Ja, wie geil ist das denn? Und das ist die Problematik, die das mit sich herbringt. Ey, du steckst deine ganze Arbeit da rein und mittlerweile siehst du, wie deine Arbeit fürs Nichts ist. Du siehst, wie deine Arbeit vor die Hunde geht, weil dieses Ding mittlerweile nicht mehr werbefreundlich genug ist. Das geht komplett vor die Hunde. Deswegen weiß ich auch nicht, wohin für mich die Reise am Ende des Tages mit YouTube hingehen wird. Ich habe wirklich keinen Schimmer, wie das bei mir enden wird mit YouTube. Ich habe keinen Schimmer. Ich habe Bock, das zu machen und ich habe Bock, die Videos rauszuhauen. Nur irgendwie, wenn du irgendwie Minus machst, so Stromverbrauch, dies, das, ganze Arbeit da reinsteckst und du für deine Arbeit im Prinzip nichts wiederbekommst und nicht mal mehr ein bisschen Geld. Ey, dann frage ich mich, ob sich das noch wirklich lohnt am Ende des Tages. Natürlich ist YouTube ein Hobby und es wird nie bei mir Vollzeit sein oder so. Ey, aber for crying out loud, gib mir doch mal ein bisschen was. Es kann doch nicht sein, dass YouTube mittlerweile so ist, wie es gerade ist. Ich verstehe es nicht. What the fuck is going on? Deswegen, ich habe keinen Plan, wie die Zukunft aussieht von diesem Kanal. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe mega Bock drauf zu machen, aber irgendwie scheint YouTube einem das Leben relativ schwer zu machen oder immer schwerer machen zu wollen. Ich habe keine Ahnung, deswegen. Ja, ich weiß es nicht, wo es am Ende hingeht. Die nächste Sache ist, Leute, ihr müsst, das ist jetzt mal kurz abgeschlossen, dieses Thema. Die vierte Sache ist, oder wir schließen das Thema nicht ab. Ja, The Walking Dead Videos habe ich auch schon gesagt, dass die demonetarisiert wurden. Ich verstehe nicht, warum. Warum plötzlich ein storybasiertes Spiel, warum das plötzlich demonetarisiert wird. Ich habe wirklich keine Ahnung. Das muss mir auch noch mal jemand erklären, aber gut ist so. Die vierte Sache ist, Leute, ich switch zwischen den Konsolen hin und her, aber ich switch wenn ich Projekte mache, zwischen den Konsolen nicht hin und her. Das ist jetzt das vierte Ding, was ich jetzt anspreche, weil mittlerweile so viele Leute zu mir gekommen sind. Boah, Carlos, mach mal Rainbow Six Siege wieder auf der Xbox One. Leute, das wird es aktuell bei mir nicht geben, weil aktuell die Projektplanung nicht so aussieht, dass ich jedes Mal switchen kann, weil ich muss jedes Mal Kabel verlegen, ich muss jedes Mal dies und das umbauen. Und das ist mega beschissen, muss ich zugeben. Und ich habe nur eine Capture Card zur Verfügung. Und sobald Elgato dieses 4K-Ding rausgebracht hat, weiterhin. Deswegen, ich mache ein Projekt bis aktuell nur wirklich auf einer Konsole und ich switch jetzt nicht hin und her. Das nächste Mal, wenn ich auf der Xbox One bin, wird sein. Kurz vor Oktober mit Forza Motorsport 7 geht es dann weiter. Und dann geht es rundherum mit Xbox One weiter, solange meine Xbox One X noch nicht da ist. Deswegen, ich lasse das ganze Ding bei einer Konsole. Ich weiß, ich kann es nicht jedem recht machen, aber mittlerweile ist es so. Ich bin aktuell mehr auf der PS4 Pro unterwegs. Das ganze Ding wird sich auch noch halten bis Ende September. Und Ende September komme ich dann auf die Xbox One, solange die X nicht da ist, sondern geht es mit Projekt über Projekt über Projekt weiter. So, und ich glaube, jetzt bin ich fertig mit dem, was ich alles so sagen wollte. Ich glaube, jetzt bin ich durch. Ich glaube, jetzt ist alles angesprochen, was ich ansprechen wollte, oder? Ja, ich denke schon. Ich glaube, ich bin fertig.
So, liebe Leute, ich bedanke mich mal fürs Zuhören bei diesem ganz kurzen Video. Okay, das Video geht schon fast 10 Minuten. Also bis dahin, haut rein und tschüss.